jetzt möchte ich euch natürlich zeigen, wie dieser Sound funktioniert. Don't Start Now von Dua Lipa. Den habe ich am Wochenende gespielt, da war er noch nicht so gut gebaut, wie er das heute ist. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier unten auf den unteren Tasten, habt ihr gerade gesehen, 3 Samples auf dem untersten E beim 73er fürs Intro. Das heißt, da drückt man drauf, dann läuft das und dann startet man in die Strophe, beziehungsweise in den ersten Part rein. Dann auf dem F hat man dieses Whoop, was in dem Teil kommt, wo nicht wirklich Keyboard gespielt wird. Da kann man sich dann schön darauf konzentrieren, dass es da auch sauber kommt. Und dann hat man auf dem Fizz noch einen Übergangspart, der kommt auf dem D im Refrain, allerdings auch nicht immer. Das muss man sich dann raushören. Dann haben wir im mittleren Teil hier ein Piano mit einer Fläche. Und dann haben wir oben einen Streicher und der ist tatsächlich ganz cool. Wenn man diesen ersten Lauf nämlich macht, bleibt das H ja stehen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Oder es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, aber es gibt jetzt aus dem Stehgreif zwei einfache Möglichkeiten. Und zwar die erste ist, man macht das mit dem Sustain-Pedal und lässt das Sustain-Pedal bei deinem Piano und Streicher unten weg, beziehungsweise Piano und Pad weg. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, weil ich bei einem Piano-Sound einfach das Pedal brauche. Das stört mich sonst. Das geht natürlich. Das habe ich am Wochenende auch so gemacht und den Streicher mit dem Sustain gehalten, aber es irgendwie nicht so das Wahre. Ich habe das jetzt über die Hüllkurve gelöst und wie das geht oder wie ich das gemacht habe, zeige ich euch in einem anderen Video. Und diesen stehenden Ton, den kann man über das Volumenpedal, Expression-Pedal ausblenden und dann habe ich hier für den letzten Lauf einfach nur noch den Streicher stehen.